Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Horizon 3. Okay, ich bin jetzt hergegangen und habe hier unten noch weiter ausgebaut. Vor allem das habe ich jetzt mal hier drüben hingebaut, etwas schöner aufgereiht. Funktioniert auch. Hab's jetzt gerade bloß über den Redstone-Mode abgeschalten. Weil mit diesem will ich dann das Ganze automatisieren besser. Vorher brauchen wir auf jeden Fall noch zwei davon. Da gibt es doch irgendeins mit Strings. Hier, nehmen wir das, dann geht schneller. Eins, zwei. Damit hätten wir die zwei Tanks auch. Ist jetzt die Frage, wie machen wir das am blödsten? Eigentlich muss ich es hier irgendwie mit hinmachen. Das verbindet sich nicht, also müssen wir doch noch eins weiter rüber und müssen es dann mit einem Ender Fluid Conduit verbinden. Hier machen wir Extract Always Active und hier Insert. Somit wird das immer mit dem Nutrit gefüllt. Die habe ich jetzt gemacht, weil damit kann ich jetzt zu dem nächsten Tank des schicken. Ja. Und auch dimensionsübergreifend. Also kann ich es jetzt von der Oberwelt in den Nether schicken, das Ganze. Vorher machen wir aber jetzt noch von Applied Energistics. Wo haben wir sie? Ist das das hier? ME Level Emitter. Bauen wir uns jetzt einen. Und dann benötigen wir noch den. Brauchen wir dann eine Redstone Card? Oder die Fuzzy Card? Die Fuzzy Cards brauchen wir und davon dürften wir ja, glaube ich, schon welche haben. Ja. Okay, jetzt ist die Frage, wie muss ich das verbinden, damit das was wird? Wo muss das jetzt rein? Ich glaube, hier muss die Fuzzy Card rein. Oder nö, muss ich nochmal kurz dann schauen. Das kann ich, glaube ich, auch so machen. Indem ich jetzt einfach bloß hier runter gehe. Machen wir mal das hier weg. Und jetzt muss hier an die Seite muss der Redstone-Emitter dran. Und den kann ich nochmal einstellen mit der Fuzzy Card. Da müsste das jetzt, glaube ich, rein. Energie. Oder? Jetzt gibt er ständig Energie ab. Aber ich konnte noch nicht einstellen, ab wann er sie abgeben, bei welchem Item er sie abgeben soll. Wie ging das nochmal? Jetzt gibt das auch ab. Boah, das ist jetzt die Frage. Weil ich möchte da eigentlich einstellen, dass... Da brauche ich, glaube ich, Buckets, damit das funktioniert. Dass wenn zum Beispiel hier jetzt seit 100 Buckets drin sind, dass er dann sagt, aus. Und eigentlich muss ich es genau invertieren, jetzt hat das Ganze. Oder? Schauen wir mal, wenn er die 100 Buckets voll hat. Jetzt sind es momentan 67, was wir haben, oder? Ja. Dann wird es, glaube ich, noch etwas dauern, bis wir das jetzt dann haben. Warte, 67 machen wir mal 68 einfach. Nur damit wir es sehen. 68. Dann sollte er eigentlich ausgehen. Hoffe ich. Nein, der läuft noch. Okay, ich glaube, den habe ich bloß falsch rum eingestellt, weil wenn ich jetzt halt eingib wieder die 100, dann sollte er doch eigentlich wieder anfangen. Na? Wenn sie drüben...
Warte, er soll. Na, irgendwie ist das genau falsch rum, oder? Nochmal. Jetzt eigentlich bei 68 sollte er aus sein, weil ich habe ja mehr als 68. Oder dauert es immer etwas? Warten wir mal ein paar Sekunden. Okay, bei Item muss ich anscheinend einstellen. Wenn ich jetzt das 100 eingib, sollte er doch wieder angehen, oder? Ich habe ja noch keine 100. Jetzt hat hier doch nochmal dieses 68 probier. Sollte er doch eigentlich aus sein. Irgendwie will das Ganze nicht so, wie es soll. Bloß wieso? Bei Energie macht er wieder dauerhaft. Probieren wir nochmal, indem wir einfach wieder die 68 nehmen, wie immer. Ich glaube, das funktioniert einfach mit Fluids nicht. Das ist scheiße. Wie mache ich denn das dann am besten? Dass ich dem einfach sagen kann, er soll aufhören. Da muss ich nochmal schauen, wie ich das dann mache. Okay, gut. Jetzt ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Jetzt haben wir eigentlich nicht viel geschafft, aber die Folge ist wieder rum. Okay, gut. Dann war's das wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.